somit würden wir ihre Akte in Klärung erstmal setzen und diese löschen. Trotzdem müssen wir sie vorher durchsuchen. Das ist bei uns ein Prinzip. Habe ich mir irgendwas zu Schulden kommen lassen, dass ich kein vollwertiges... So, FAB, ja. Hier, Hände nach oben. Einmal jetzt. Alle die Hände nach oben. Ich war gestern deswegen schon im Knast, was ist los? Ja, richtig. Aus was für einem Grund? Ja, wegen dem scheiß Auto, Alter! Dafür warst du gestern im Knast. Natürlich war ich im Knast! Keine Rechtsgrundlage, Mann. Alter, wenn ihr jetzt besoffen seid, dann fick ich euch alle, wenn sie mich verarschen. Wir sind hier und haben nichts getan. Ja, mach einfach, Mann, was soll die Scheiße? Du kannst hier gar nichts mehr machen, man wird durchsucht. Wollt ihr mich verarschen oder was, ihr Idioten? Wir haben nicht mal was gemacht hier, ihr Spastis! Du hast ja noch nicht mal ein Recht. Eigentlich, was durchsucht er uns? Ja. Was sollen wir mit illegalen Drogen in Krebsy zu tun haben? Nichts! Verstehst du, was ich meine? Ey, Jungs, Schönheitsklinik. Ich brauche echt Unterstützung kurz. 3-4 Leute, Schönheitsklinik. Die ist ganz alleine. Ob der Mordbare ist, nicht. Ein schlechter Dealer. So, Familie, ich geh jetzt auch mal in mein Bett. Ich wünsche euch was. Bonanotte. Bonanotte. So. Nicht, dass ihr noch denkt, dass ich jetzt hier mit ihm zusammen ins Bett gehe. Also, ich gehe aber trotzdem, ne? Buonanotte an alle. Bis morgen. Buonanotte, Ray. Buonanotte. Ende bei Bettdecke, Ray. Ey Jungs, Schönheitsklinik, ich brauche echt Unterstützung kurz. Da ist die olle Foot, die ich haben will, Alter. Kommt mal einer bitte, 3-4 Leute, Schönheitsklinik. Die ist ganz alleine. Die ist ganz alleine. Komm schnell. Die ist alleine. Komplett alleine, Jungs. Ja, zwei Schäfter sind unterwegs. Scheiße, Mann, beeilt euch, die ist echt alleine. Jetzt kommt da noch ein Magger dazu. 3 Kilometer. Ja. Die... fährt weg oder ist jetzt in die Schönheitsklinik rein? Da sind noch 3 weitere das Beamte. Ich kann nicht Auto fahren, glaube ich. Da sind noch 3 weitere Beamte jetzt. Aber nur 3, die sind in der Schönheitsklinik drin. Fuck. Wir können die jetzt halt direkt überfallen. Sehr gut, sehr gut. Ich stell den eben hier ab. Pass auf, wir müssen das jetzt schlau machen. Sehr gut, Jungs. Prophylaktisch, Freigabe Heli. Freigabe Heli, ja. So, sehr schön, Jungs. Jetzt entweder wir greifen jetzt zu und packen, ziehen die dann hier Dreckshahn raus. Kommt, Jungs, das müsste schnell gehen. Wir gehen da jetzt rein. Auf geht's. Komm, wir machen da nicht lang rum. Auf einen Haufen, weil sonst auf geht's. Masken, Masken. Masken. Oh, scheiße, die Kacke ist zu. Die Kacke ist zu. Kommt wieder mit. Scheiße. Kommt wieder mit. Oh, verdammt, Mann, die war gerade hier alleine in diesem Scheiß. Mann. Die muss doch irgendwann wieder rauskommen. Ja, muss sie. Die sind aber jetzt vorgewandt, lass uns verstecken. Ist Alzenugi, oder nicht? Der hat sein Handy direkt rausgeholt. Dann nehmt den mit da, den Typ. Nehmt den mit. Was? Pack den ein, der soll seine Fresse halten. Nehmt den mit aus prophylaktischen Maßnahmen. Nimm den bitte mit, der soll jetzt rein ins scheiß Auto und sein scheiß Handy wegmachen. Habt ihr ihn? Mach den Mund tot. Ist das unser Helikopter? Wer bin ich, ja. Verstanden. Wer ist das, wo der hinrennt zur Schönheitsklinik gerade? Leute, das dauert zu lange. Er soll jetzt das verfickte Auto einsteigen jetzt. Er hat 3 Sekunden Zeit. Er soll jetzt das verfickte Auto einsteigen. Okay, Christian, bleib mal auf. Dings, wer ist denn da gerade reingerannt in die Schönheitsklinik? Ein Kajo? Oh Mann. Das war, die Frau hat graue Haare, ja, und eine Brille. Ja, dann ist es vorne bei mir in die Ablage rein. Handy und Funkgerät jetzt nach vorne, Abfahrt. Was ist das für ein grauer Wagen, wo der dazugekommen ist? FRB?
Ups, der will seine Sachen nicht reinlegen. Okay. Junge, der soll. Lasst euch nicht ablenken wir von dem. Den, ja. Wir den. Mach schnell, Jungs, lasst euch nicht ablenken. Wir müssen ja an der Schönheitsklinik bleiben. Hier sind die Ziele. Ja. Kommt her. Ich glaube, die sind wieder mach da. Mach den weg. Schepper den nicht, lass den einfach hier stehen, oder? Den ja, lass den nicht. Der muss alles weg. Wenn er seine Sachen nicht abgibt, dann mach ihn weg. Jungs, lasst euch nicht so ablenken. Jetzt müssen da. Ich glaube, die sind wieder draußen. Ich sehe es nicht so ganz. Also es ist bis dann keiner da weggefahren mit dem Auto. Nein, die stehen da unten. Vor der Tür. Ah, echt? Wie viele? Ja, 2-3 Stück. 2-3 Stück. Wir müssen die jetzt hochnehmen. Seid ihr bereit? Davor. Seid ihr bereit? Ich kommt. Bin mit Lili direkt in über euch. 15 Sekunden wieder. Kommt ne? So wie jetzt los. Autos kommt jetzt auf Zugriff jetzt. Komm. Seid ihr bereit? Komm. 3, 2, 1, jetzt komm drauffahren. Komm. Resco, wo bist du? Dennis. Ich bin da. Wer ist der andere? Wo ist. Kommt jetzt Zugriff. Da, auf dem Weg gleich da. 2 Sekunden. Jetzt Zugriff. So, Hände hoch. Nicht rein da. Nicht keine rein. Gute Idee. Kommen Sie raus. Und einsteigen. Steigen Sie ins Fahrzeug. Kein Mucks. Kommen Sie bitte ins Fahrzeug rein. Los, einsteigen. Rein da. Einsteigen. Rein in die Kackkarren. Kein Mucks. Die damals allererste ist. Steigen Sie ein. Hinter uns, Jungs, ne? Steigen Sie ein jetzt. Ich auch. Nö, Sie können stehen bleiben. Tschüss. Weg, Abflug. Haben Sie keinen Kommentar, ne? Legen Sie mal. Oh Mann, Alter. FMB-Schaffter verfolgt uns. Verteilt euch, alles gut. Wir splitten uns alle jetzt. Ja, mit euch. Sie reden kein Wort, ne? Die fahren legen Sie gleich Ihre Sachen dann gleich da rein. Ne? Aber erstmal noch Mund halten. Mund halten, ja. Verteilt euch in die Fresse. Ich hab's am Mund halten, ne? Richtung Schwarz. Nee, das ist, glaube ich, einer von unseren Leuten. Das war kein FMBler. Ruhe, hab ich gesagt. Was wollen Sie, ja? Ich hab gesagt, Maul halten! Ein Superpolit verfolgt euch. Handy-Funkgerät in den Kofferraum. Handy-Funkgerät. Ich hab doch gesagt, den Mund halten, oder nicht? Wollen Sie jetzt sterben? Ja, was wollen Sie denn da drin haben? Ich hab doch gesagt, Mund halten, einfach dort reinlegen. Handy-Funkgerät, alles, was Sie haben. Tschüss. Richtung Stadt. Oh. Keiner verfolgt Sonny von euch. Ihr schwärmt aus, weil Sonny hat die Geiseln. Wo seid ihr? Ja. Jetzt die Cops in die Irre führen, damit ihr wegfährt. Einfach in verschiedene Richtungen. Ich brauch Seile hier. Ich brauch Seile auf dem Anwesen. Jetzt sofort. Ich bring dir welche. Ich will eh nochmal. Sind die Sachen drin? ZZ. Okay. Haben Sie zwei Handys oder. Nee, haben Sie zwei Handys im Funkgerät? Ich hab keine. Okay. Sicher, dass Sie nichts doppelt haben, nein, wenn ich Sie sofort tot. Okay, alles. Kein Handy und kein Funkgerät. Sicher. Ich werde das jetzt überprüfen. Kommen Sie mit. Ich kann gerne nochmal gucken. Keine. Ja, passen Sie auf. Kommen Sie mit rein da. So, und jetzt machen Sie noch eine Sache. Ja. So, ich gebe Ihnen jetzt ein scheiß Handy und Sie sagen Ihren Kollegen, Sie sollen sich verpissen oder Sie sind sofort tot. Haben Sie verstanden? Wenn wir hier im Umkreis FIB sind, sind Sie tot. Haben Sie es verstanden? Nee, und kein Dispatch und kein Standort, ne? Ja. So, jetzt jemand anrufen, eine Person Ihres Vertrauens, Abzug dort, ansonsten sind die tot. Das passiert jetzt. Ja. Hallo? Ihr sollt alle abziehen, sonst werde ich sterben. Auflegen. Gut. Ich habe euch das mitgeteilt. Tschüssi. So, Handy wieder her. Ja. Da. So, bleiben Sie stehen, kein Mucks. Pass auf vor der Tele und überprüf sie bitte. Grazie. So, folgendes. Ich habe jetzt die Dame hier, die ich wollte. Das reicht mir schon für einen Racheakt, um auch mal ein Zeichen zu setzen. Die wird jetzt irgendwas gleich meinfallen. Haltet euch aber erstmal, beobachtet die Lage, guckt mal, ob draußen wirklich kein FBler mehr ist. Die einzige Gefahr, die bestehen könnte, ist eine Razzia. Muss aber nicht sein, okay? Mille grazie. So. Ja, wo bist du? Wo bist du? Warte mal. Wo bist du? Geht's euch gut? Ja, geht's euch gut? Ja, ey, die sind im Anwesen drin mit der Alten da. Ey, ich hab der gerade noch durchkauen lassen, dass die keinen Mucks machen soll. Ich bin gerade irgendwie nicht mehr im Funk, ne? Ja, hab's gehört. Geht's euch gut? Geht's euch allen gut? Esco, geht's euch allen gut? Ja, okay, kommt ins Anwesen. Und einer brauche ich, der draußen spottet, bitte, wegen FRB, weil ich hab die anrufen lassen. Ja? Die ist im Anwesen dritte, unten im Keller wahrscheinlich. Im Keller, ne? Ja, da bringen wir die jetzt hin. Okay, sollen wir Auto wechseln, Alter? Nee, ne? Naja, ihr sollt spotten jetzt bitte draußen. Ich brauche jetzt echt Leute. Spotten und so weiter und so fort. Fahr ich rechts, oder? Lass ihn fliegen. Willst du im Heli umladen? Funkcheck. Kamatena, soll ich alles im Heli umladen? Ich bin über euch. Herr Show, es wäre super nett, wenn Sie auch die Augen offen halten. Was umlagern genau? Was meinen Sie damit? Die Person im Heli und dann weg. Das wäre eine Option, das könnten wir machen. Oder wir lassen Sie hier... Fabi, glaube ich. Wollen wir Sie wegbringen? Wollen wir alle in Sicherheit und weg vom Anwesen machen? Fahr rechts. Wäre eine Option, fahr rechts. Lass das so machen, Christian.
lande vorne wir verlagern uns. Christian, landest du mit dem Helikopter direkt vor dem Anwesen? Am Brunnen? Grazie. Ich stehe schon da. Will Grazie, wir laden sie jetzt aus. Warte. Warte. Full mit Cops. Full mit Cops. Okay, okay, du musst jetzt Gas geben. Endrang geht anwesend. Ihr müsst euch jetzt beeilen, Christian. Ja? Lagert die Leute die Frau in den Helikopter rein. Ich komme als Letztes, mir egal, der Kapitän sinkt mit dem Schiff. Leute, wir brauchen einen Standort. Einen Standort. Habt ihr eine Idee? Sandischer Flughafen, los dahin. Okay? Sandischer Flughafen, Treffpunkt. Die Leute, die jetzt mitmachen. Christian, okay, lagert die Frau ein. Alles klar. Ich bin hier, bin allein hier. Bring die Frau raus. Ich sehe keinen Wacker, Bruder. Und bitte alle weg vom Anwesen. Wir verlagern uns weg vom Anwesen. Fahr richtig. Ja? Fahr Richtung Sandischer Flughafen. So. Sofort. Sandy oder willst du Grapeseed? Sandy Flughafen. Grapeseed Flughafen. Grapeseed Flughafen. Grapeseed Flughafen. Christian, ich bin jetzt gleich dort. Hört ihr mir zu? Ja. Nur ein Platz, ne? Kowalski, versteck dich so lange dort. Konita oder wie die Frau heißt, die ihr da mitgenommen habt, er sagt, was wollt ihr für die? Ich so, ich weiß nicht, wovon sie reden. Der so, doch, gut, der so. Gut. Das könnte in 3. Kopfkleidung, Jungs, Kopfkleidung. Ja! Johnny, Touchdown in 3. 2. 1. Wunderbar, wunderbar. Kowalski, du versteckst dich hier im Gebüsch, bitte. Kowalski, versteck dich so lange im Gebüsch. Können wir kurz abklären, was ich dem sage? Auf geht's, Abflug. Du weißt einfach nicht, wovon die reden, und wenn es soweit sein sollte, werden wir die selber kontaktieren. Junge Dame, ich sag Ihnen jetzt eine Sache, ne? Bitte. Wie zur verfluchten Hölle werden Sie geortet. Bitte mach das selber. So. Wollen Sie, dass das hier eskaliert? Kommt doch Griff. Ich wurde auch an. Ich hab keine Ahnung, warum ich geortet werde. Oder dann sorgen Sie dafür, dass Sie nicht mehr geortet werden. Ich hab weder ein Handy noch ein Funkgerät, ich weiß nicht, wie ich geortet werde. Also wir haben eine Theorie eigentlich seit den letzten paar Tagen. Kann das sein, dass Sie gegenseitig alle Peilsender in die Kleidung stecken? Ich glaube auch, ne? Werden Sie um. Durchgehend wenn das der Fall ist. Sorry, einen Moment, können wir ein bisschen langsam. Und Sie werden da gleich alle mal auftauchen. Bitte. Wenn Sie sich jetzt gegenseitig Sachen ins Arschloch stecken, dann gehen hier Menschenleben noch schneller flöten. Glauben Sie mir das? Das ist doch scheiße, oder nicht? Ich glaube Ihnen das. Also ich bin fast im Norden. Nee, ich kann Ihnen da ganz ehrlich sagen, wir wollen etwas für die Ahnung. Diese Uniform oder nicht? Ich habe noch nie in meinem Leben mitbekommen oder gehört oder gesehen, dass Peilsender existieren. Sie spielen mit falschen Leuten, ehrlich sogar, ne? Sie spielen mit falschen Leuten und ich sag's Ihnen, wenn Sie jemanden verärgern auf dieser scheiß Insel, wenn Sie Leute hier verärgern, dann verärgere ich Sie, dann brennt das hier, ne? Ich bleibe schön. Und wenn ich was verspreche, dann halte ich das auch. Mit den 10 Personen, oder? Das glaube ich Ihnen. Übergabe machen wir hier Crapseed Flugplatz oder so. Am besten. Aber Heli bleibt weg. Ich bin schön in Bewegung. Bist du mit ihr in der Luft, Christian? Ja. Sehr schön. So, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr alle in Sicherheit? Noch jemand ist hier oben mit mir. Seid ihr alle in Sicherheit? Ich bin Anruf, ne? So. Ich bin Crapseed Flughafen. Okay. Soll ich sagen? Runner, ja. Wollen wir jetzt 2 Uniformen oder ja, nicht? Ja, mach, versuch es. Okay. Wir haben jetzt eine Option für Sie. Ja? Warum? Oh, eigentlich habe ich mit Ihnen schon abgerechnet, ne? Sag ich Ihnen direkt. Ja? Berlin? Ich muss landen, einer muss übernehmen. Ich habe gleich Kopfschmerzen in den nächsten. Ja, lande. Das wäre uncool, wenn ich das als Pilot habe gleich. Ja, dann fliege ich. Christian, was für Fantasienamen denkst du dir eigentlich aus? Wer ist Sonny? Ich gehe gerade auf mal mein Namensrepertoire durch, die ich so alle gehört habe. 2 Kollegen von uns. Touchdown in 2-1 gelandet. Ja, okay, Touchdown 8369. Christian, aber wir haben gerade beide komplett reingeschissen. Ich hab deinen Namen gesagt, was? Jungs, können wir uns ganz kurz raffen? Ja. So, die haben 2 Leute von uns, ne? Und bitte beim nächsten Nein. Mal. Nein. Doch, dieser Funk ist zu krass Trash-Talk. Ja, Konzentration jetzt. Wen haben die von uns? Die Frau ist tot sofort, die sollen ihn freilassen. Die meinten, wenn die in einer Minute nicht da ist, die haben die beiden von uns und dann hat er aufgelegt. Die wollen die in einer Minute haben. In einer Minute? Okay, dann ist die Frau jetzt tot. Ich rufe ihn an, So, und dann machen wir Folgendes. Aussteigen, ich gebe dir wieder ein Handy. Ja, warte. Ich hab keinen Bock drauf, weil... mit dem hast du geredet? Lorenz, ich rufe den jetzt an. Okay, ruf ihn an. Berlin, denk dran, die Orten, die wir müssen in die Luft. Naja, kein Problem, wir gehen gleich wieder in die Luft.
So, du sagst nur uns. Ich handle jetzt was aus, ne? Mit ja, Lorenz. Du sagst eine Minute, 50 Sekunden, um unsere Jungs freizugeben oder die Frau ist tot. Frag mal das. Wir müssen wieder in die Luft. Esko, mach du das, ich leg mich hin, ne? Rein in den letzten Helikopter. Einsteigen. Bitte? Rainer. Berlin, willst du fliegen? Ja. Gut, ich bin im Dorf von K3 TV-Krankenhaus, ich und was habt ihr? Dings mit dem Knast. Wir sitzen alle. Ja. Verbände. Bist du im Knast? Ja, das Problem ist, Weil FIB Apes uns angehalten hat, uns festsetzen wollten und ich drauf geknallt hab. Oder ich drauf geknallt hab. So. TV Krankenhaus 3. Zwei, ein FIB auch. Okay, grazie für die Information, Bob. Jetzt kurz was Konzentration. Was habt ihr denn? Ich höre. Flop. Du weißt, was wir wollen, ja? Philipp Flop. Wieso gehe ich jetzt in den Anruf von 1237? Du weißt doch, was wir wollen, oder? Das ist mein Vater. Ich war gestern mal zum Beschwören. Ich habe von einem Angebot keine Ahnung. Je höher wir fliegen, desto besser eigentlich. Buonasera. Buonasera, ja. Buonasera. Ich meine Kopfschmerzen kriege ziemlich schmerzhaft. Na, wie geht's? Okay. Nicht so gut. Oh, warum? Also rein zufällig wurden gerade FIB-Agents als Geiseln genommen. Ja, so ist der Lauf der Dinge. Die auch rein zufällig auf dem Grundstück der LCN als Geiseln genommen wurden. Und weggeflogen wurden. Echt? Herr Montana. Ja? Wir wissen ja voneinander, ne? Welche Kollegen sind das? Diese drei schönen Häuser, ja? Ja. Sag's mir doch. Also, ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Einigen. Also, nicht Arrivederci, also hallo. Ich war nicht so Jungs wieder haben. Hat aufgelegt. Ich hab damit nichts zu tun. Ne? Er hat aufgelegt, Jungs. Das soll ich ihm glauben. Ich würde sowas so nicht tun, Mensch. Ich verliere kein Wort drüber, dass wir ein Deal gemacht haben. Du lässt sie los und ihr kriegt ein Haus von mir. Kostenlos. Überschrieben. Überlegst du. Was sagt er denn, der Cunningham? Noch laufendes Telefonat. Moment mal ganz kurz. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Also, sie wollen mir ein Haus anbieten dann? Jetzt für eine Person, die wir angeblich haben, richtig? Okay, wegklatschen. Anhalten. Falls ihr mehrere habt, auch mehrere, ne? Ich weiß von einer Frau Agent, die sie anscheinend haben. Ich weiß nicht, ob der andere Agent auch noch runterfällt. Ich glaube, der wieder frei ist. Bei Cunningham, schauen Sie mal. Überwacht der Kollege doch. Ich bin nur nicht blöd. Ja, natürlich, natürlich. Okay, dann fahren wir langsam mal. Wieso? Du nicht, Kollege. Ich bin zwar jetzt echt in eine hohe Richtung von uns. Manchmal okay, verpellt, stehen bleiben. Aber hat er die Ansage gedrückt? Cunningham, wir verwechseln da etwas. Ja, wir haben da nichts gemacht, ne? Verdammt, einer. Das ist aber schade. Lass mal irgendwo treffen und die klatschen. Wir haben dagegen, wenn wir die Tage ein paar Mal vorbeikommen und auf ihrem Grundstück nach Hinweisen suchen, oder? Ich meine, die Geiseln wurden ja da hingebracht. Oh, Herr Cunningham, ich bin... ein großer Zufall, oder? Mir wurde heute, mir wurde die Freiheit geraubt, mir wurde alles geraubt, die letzte Zeit. Ja, und das willkürlich. Ich schwöre das bei meinem Tod, ne? Ja, ich stand 30 Minuten nach meiner Haftentlassung noch länger sogar in diesen SG. Okay, unten bei der Garage halten wir an. Die machen, was sie wollen. Und jetzt wollen sie nochmal wieder meine Freiheit, unsere Freiheit rauben? Einfach geradeaus runter zur Garage dürfen? Karma's a bitch. Bitte? Karma's a bitch. Kollege, wo bist du? Gucken Sie mal. Warum Karma? Ich mach. Wer Böses tut, dem geschieht Böses. Ich tue nichts Böses. Ich mach nur Geschäfte, der. Ich mach nur Geschäfte. Ehrlich. Ich hab einen Blauen. Aber über den See. Sie glauben mir nicht, das ist schade, ne? Ich glaube ihn nicht. Berlin über den See. Wie lösen wir die Situation? Ich weiß ja, was sie sind. Das ist ein ganz, ganz großer Zufall, dass sie natürlich auf ihrem Grundstück und dann von dort aus mit dem Helikopter losfahren. Herr Montana, schauen Sie mal, ich habe die LCN auch nach meinem Abschied nicht verraten oder ähnliches, ja? Das wissen Sie ja. Ich weiß. Ich stehe immer noch unter dem Kodex. Okay, dann. Einsteigen. Wenn Sie wissen, wie das läuft, dann wissen Sie auch, dass man verärgert ist, wenn einem die Freiheit geraubt wird. Das gestehe ich mir auch ein. Wir müssen hier weg. Und das auch noch willkürlich. Das mit Blut bezahlen? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Weil, wie gesagt, ich distanziere mich davon. Und ich frage mich nur, wie wir diese Situation jetzt lösen, weil Sie haben mich ja jetzt unter Verdacht. Wir müssen komplett weg hier, Dennis, schnell. Ich kann vielleicht Kontakte spielen lassen. Der hat das gar nicht gecheckt. Der hat das ja, gar nicht oder gecheckt. Die Familie. Das gar nicht gecheckt. Der andere schon, der wird der. Vielleicht höre ich mich mal um und. Jetzt nach links, nach rechts. Ne? Vielleicht finde ich ja die Dame, aber ich kann nichts versprechen. Mein Telefon ist bereit, ja, Sonny? Ja, okay. Wollen wir das Paletto treffen? Haben Sie Angebote, dann sagen Sie es mir. Wieso? Hab ich doch schon gesagt. Das Haus? Ist der schon hinter dir, oder was? Ja, denk mich schon am Arsch. Arrivederci. Arrivederci. Da kann ich jetzt die Verwandtskasten dabei? Okay. Berlin. Ja? Hast du aufgelegt? Ja. Flieg mal über dem Wasser.
Oh, Bruder, wie schnell sind die? Guck mal unseren Sprittank an. Der waren mal gerade bei 400 Liter. Ja. Wacker. Was für wacker das Zusammenbruch. Ich muss Höhe zu gewinnen. Ich glaube, die Ordnung und wenig mit dem Handy, oder? Ist das nicht. Zu legen, schieß zurück. Ist ja, ich schieße. Es gibt zwei Optionen jetzt, die Herrschaften. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Wir sind im aktiven Kampf. Oh Mann. Kannst du mal richtig mal Rettung kriegen? Hm. Oder? Fahr zurück. Und wie gesagt, wir müssten dann eigentlich irgendwie mal ein bisschen mehr hovern, statt zu fliegen. Ja, an den Rest der Unbeteiligten. An den Rest der Unbeteiligten. Er liegt. Sehr gut. Er liegt. Oh, und jetzt legt ihr eure Waffen weg. Ey, ganz FIB ist hinter uns im Grapeseed, Alter. Unbeteiligten untertauchen? Die Unbeteiligten untertauchen, aber eigentlich brauchen wir jeden Mann. Ne? Die sind komplett hinter uns, ne? Die ficken uns. Wo seid ihr genau? Ich bin hier auf dem Berg. Sonny, Kleidungsladen, Grapeseed. Jungs, dreh dich schnell. Jungs, versucht Kleidungsladen, Grapeseed in 2 Minuten zu sein. Fahrt noch ein bisschen rum. Schafft ihr das? Nein, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, glaube ich. Boah, die ficken uns richtig, Alter. Die ficken uns. Mit Speed. Wir sind am Arsch. Nein, echt? Ja, wir sind am Arsch. Okay. 10 Leute. Passen Sie auf, jetzt reicht's. Gucken Sie mal, Sie sind selbst schuld. Ja? Sie starten Offensive gegen mich? Sie starten Offensive gegen uns? Sie wollen nicht verhandeln, die Dame? Sind Sie sich sicher? Denken Sie, wir sind blöd? So, aussteigen. Haben Sie noch ein paar letzten Worte? Ihre Kollegen sind schuld, steigen Sie aus, ich hab die Schnauze voll. Ach, Sie reden mit mir, um Gottes Willen. Natürlich rede ich mit Ihnen. Noch ein paar letzte Worte. Ich wollte Ihr Leben echt schützen. Sie sind schon hübsch, ne? Ich kann Ihnen doch mit Sicherheit was irgendwas geben. Dass wir hier jetzt wieder 100 Mann auftauchen. Ja? Die wird safe geworden, wir müssen uns beeilen. Dass wir wieder 100 Mann auftauchen. Ich mach sie kalt. Ei, Gott, oh Gott. Noch ein paar letzte Worte. Es tut mir so leid. Sie sind echt eine Nette gewesen. Wissen Sie warum? Der Herr. Machen Sie sich Gedanken, wen Sie einknasten, ja? Ich sag's Ihnen. Mein Name ist Sonny Montana. Haben Sie noch was zu sagen? Wie gesagt, ich kann Ihnen bestimmt irgendwas geben. Nein, ich habe alles versucht. Ihre Kollegen nehmen meine ganze Familie auseinander. Ich kann Ihnen irgendwas geben. Sie glauben das nicht. Ich kann Ihnen bestimmt irgendwas geben. Was denn? Irgendwas. Was denn? Mein Leben ist mir wirklich was wert. Ich möchte hier nicht umgeknallt werden. Aber zumal ich... Nein, Sie wissen, ich mache auch nur meinen Dienst. Ich lasse mich hier nicht mehr einlullen. Fratelli, es tut mir so leid, ne? Arrivederci. Wie war die Nummer? 1337? Jupp. Dann lass mich doch mal telefonieren. Tut mir echt leid, aber... Eigentlich tut sie mir gar nicht leid. Gleich... Es ist einfach nur... Personengeisel ausgeschaltet. Hoch. Ey Jungs, was ist... ich hab auch eine Frage, Fratellos. Christian, sorry, wer ist das? Aber jetzt eh egal. Ich weiß nicht, Mann. Wir haben uns selbst gefickt, Alter. So hart. Ja. Die Cops haben mich alle. Ja. Aber ich glaube... Du kannst mitteilen, die Geisel ist tot für die Aktion. Warte. Er ist tot, die Frau ist tot. Okay. Sie haben sich verspielt. Die hätten... Können wir verhandeln, ja? Oh, Esko, wir haben die jetzt umgelegt. Ich wollte sagen, die Frau ist wirklich real tot. Ja, super, da können wir auch verhandeln. Pass auf, lass Esko mal spielen. Ich glaube, ich auch. Esko blöfft. Esko blöfft auf der Hölle. Was haben sie denn bekommen? Der Jungs, Funk. Sind Verhandlungen noch möglich oder sind keine Verhandlungen mehr möglich? Geisel ist tot, ne? Entweder blöfft. Wo befindet ihr euch? Wie viele sind da? Die haben wohl eine Information, dass wir nicht mehr verhandeln können. Woher haben Sie diese Information? Wir haben die vor 20 Sekunden nochmal umgeschossen. Im Wald. Und woher hast du diese Information, Lorenz? Wir können noch verhandeln. Er will blöffen. Wie viel haben die von uns? Doch, zu viele, glaube ich. Die wollen Lebenszeichen von ihr haben. Ja, Esko, die Frau wurde gerade umgelegt, weil ihr gesagt habt, ihr seid am Arsch. Die haben euch hops genommen. Esko, was machen wir da jetzt? Esko, du sagst jetzt, dass es langsam mit diesem Lebenszeichen-Spielchen hin und her und sowas reicht. Entweder er lässt euch jetzt gehen oder die Frau wird sterben. Bluff einfach. Du kannst also bluffen. Noch hat die Frau ja noch eine Chance, ne? Noch ist ja nichts verloren. Er muss bluffen, er hat keine Wahl mehr. Esko, sag mal, was ist, wenn wir sie dann nicht übergeben? Esko, welche Schafter habt ihr? Ich mache jetzt einen Anruf. Das ist ja hier die Anzeichen hin oder her. Ja. Hier bei mir im Flugzeug, ne?
Ja. Was wäre, wenn wir denen das erzählen, dass wir sie niedergeschossen haben, Zeit, gerade ausblutet, dass die Zeit läuft? Die kriegen den Standort, wenn sie unsere Leute gehen lassen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ne? Esko, hör mir mal ganz genau zu, 30 Sekunden hast du jetzt für diese Information. Erzähl ihr doch, dass wir sie gerade niedergeschossen haben. Sie ist am Ausbluten. Und wenn sie das Leben retten wollen, sollen sie euch jetzt beilassen, dann kriegen sie einen Standort von der Geisel. Ja. Genau, das ist eine gute Idee. Christian, du bist echt gut. Lass mich mal fahren. So. Aber eigentlich muss sie draufgehen, ne? Also. Eigentlich ja. Komm doch niemals. Hey, steig eins, ich nicht auf mich zielen. Pass auf, Lorenz. Esko, schaff der Nummer. Pass auf, Lorenz, ja? Wir brauchen ja nicht direkt über die Geisel hafern. Die Frau ist am Ausbluten, ja? Aber, wenn ihr uns gehen lässt, ist der Standpunkt von der beiden, von dem Standort. Ich glaube, bei der Frau links der Stein ja? war das. Von der Frau, die auf dem Boden liegt, die am Ausbluten ist. Ihr kriegt sofort den Standort. Du wirst den Standort von jemandem bekommen. Macht ihr darum keine. Cop-Auto ist schon da. Macht euch darum. Ey, wir scheppern den. Dann lass dich scheppern. Nein, da ist ein Heli. Ah. Hau ab hier. Wir haben die Geisel schon gefunden aus irgendeinem Grund. Alter, wie geht das, Alter, hä? Standort. Schick mir einen Standort. Du kannst mir sagen, was du willst, Digga. Die haben Peilsender. Kannst du mir sagen, was du willst? Ja, die haben Peilsender, Alter. Da hast du keine Chance, Alter. Komm, da hast du keine Chance. Wollen wir die jetzt hops nehmen oder nicht? Nein, wir können die nicht rausschießen. Wir müssen landen und bis dahin sind wir weggeschossen. Ja, richtig. Ja, echt? Na, warte, lass auf. Ich lass den stehen. Ich mach mir den auf. Aber wenn wir jetzt hier länger bleiben, haben wir gleich einen Heli hinter uns. Und kommen wir nicht mehr weg. Pass auf, dann holen wir uns Anwälte. Es geht nicht anders. Ja. Wo sind die denn? So, komm, Abflug. Abflug sicher? Ja. Wir haben keine Chance. Leute. Ich würde jetzt sagen, wir scheppern die da unten. Willst du die scheppern? Ja, ich guck, dass ich eine gute Position zum Landen fliege. Ist er. Wenn du mir sagst nochmal, wo die sind, wo das war, suche ich eine gute Position, dann halten wir davon um. Wir waren eben gut gestanden, wir hätten einfach runtergehen müssen. Jungs, ich bin raus. Renn. Ich hab gekopfkarre, Alter. Die können die ehrlich? Wo weg und fahr weg. Den so, holen. Und an den Rest, ihr Esko, tut sag euch... sag mir, wo wir uns treffen, ich hol dich ab. Sag, hey. Die liegt auf dem Boden. Wer? Ey, wer ist der Schaffter hier? Flieg hier weg. Flieg weg, wir holen uns Anwälte, Ich hab Kopf, glaube ich. Ich hab Kopf. Na schön, Sani. Hey! Nein! Ja, wir landen geil. Oh mein Gott! Raus. Hä? Christian, wo bist du? Ich bin unten am Boden und lebe. Soll ich den anderen Heli nehmen? Naja, ey, ich hab hier ein dickes Problem. Ich will einfach weg und meine Waffe weg. Ja, ich auch. Wir werden gleich safe reingeordnet. Das geht halt gar nicht, ne? Jungs, ich hole euch ab, ja?